Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um ein Pet Battle Achievement und zwar ist es einmal drin unter Haustierkampf und dann Sammlungen und das heißt einmal Kas Algar Safari und dafür müssen wir alle Pet Battle Viecher einfangen. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders und zwar mir fehlen jetzt noch ein paar, die ein bisschen komplizierter zu kriegen sind, die werden dann selten sind und du musst irgendwas machen, um die zu fangen und die zeige ich euch jetzt als erstes, ne, wie man da rankommt und bei den anderen, die einfach ne, rumlaufen, die ihr wahrscheinlich selber vielleicht schon habt, zeige ich euch die WoW Head Maps, wo die quasi in der Zone sind. Die habe ich alle tatsächlich schon einfach beim Leveln ganz normal eingefangen und die sind auch nicht sonderlich specialig. Gut, ich würde sagen, wir fangen hier mal an. Und zwar das erste, was wir haben, ist, oder sind sogar zwei Pet, leeren Ekelschlamm ist das und schattenhafter Schlammling. Und für die sind wir einmal jetzt hier in Ashkahed und zwar hier unten, etwa auf den Koordinaten 64, 86. Und da müssen wir erstmal einen Debuff holen, also einmal hier in diese Grütze rein. Und dann seht ihr, taucht da jetzt das erste Pet auf. Und da haben wir jetzt, welches von beiden haben wir? Schattenhafter Schlammling haben wir da jetzt drin, ne? Und ja, wir sehen die halt quasi nur, wenn wir hier in diese andere Phase sehen können. Und dann können wir das quasi einmal eintüten. Ich muss jetzt mal gucken, ich packe jetzt meine XTs mal rein und die Übelrübe, die finde ich nämlich immer ganz praktisch. Was haben wir so denn? Übelrübe und dann würde ich sagen, tüten wir den einmal ein. Also da haben wir den ersten schon mal. Genau. So, jetzt haben wir hier das schattenhafte Schlammling-Pad einmal eingetütet. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Das andere müsste hier nämlich auch noch sein. Ne? Das war jetzt der zweite Try. Ich habe eben das ein bisschen verkackt. Und wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wenn hier sonst keins ist, dass wir diese ganzen kleinen, quasi ganzen kleinen Schleimlinge umhauen. Die Kritter sind aber keine Pet-Battle-Viecher. Ne? Und dann kann wahrscheinlich der andere auch spawnen. Da haben wir jetzt hier einige rumliegen. So, die zweite Option ist, neben die Mobs umzuhauen und zu warten. Ihr könnt auch einfach in Gruppen hoppen. Ich bin da jetzt halt in so eine Blood-Farm-Gruppe rein. Und da ist er jetzt tatsächlich. Leeren Ekelschlamm. Und dann holen wir uns den auch noch. Müsst ihr halt bloß immer ein bisschen aufpassen, dass ihr ihn nicht tötet, ne? Also da hatte ich jetzt eben auch schon das Problem gehabt. So, da haben wir den eingetütet. Und dann würde ich sagen, sind wir hier fertig mit unserem kleinen Debuff von beide Pets. Ging jetzt auch relativ schnell tatsächlich. Als nächstes kommen wir dann zur abscheulichen Blutsäcke. Das ist ein Pet, wo wir nichts Spezielles machen müssen, aber die ist einfach relativ selten. Und zwar gibt es die nur in dem Bereich und anscheinend hier hinten. Also das ist ein relativ kleiner Bereich. Ich bin jetzt alles abgeflogen und da ist tatsächlich nur eine einzige gewesen. Also die holen wir uns jetzt mal als nächstes. So, das nächste Pet, was wir uns angucken wollen, ist jetzt einmal in Heilsturz. Und zwar ist das ein Hühnchen, das schimpft sich Grünlandhühnchen, so rum. Und das ist relativ selten. Laut WoW Head kann ich euch jetzt mal kurz zeigen. Auf der Map ist es quasi hier nur an wenigen Punkten. Ich habe das jetzt beim Leveln nicht gefunden gehabt, ne? Also ich bin jetzt aber auf einem Spot, wo es etwa sein könnte und da habe ich es aber gefunden in der zweiten Reihe. Ne? Also wenn wir da jetzt mal gucken, ich habe hier ein Pet gefunden und da ist es jetzt in der zweiten Reihe. Also man sieht es von außen nicht, man muss halt die Pets mal alle ein bisschen durchgehen und da können wir uns das quasi einmal wegfangen. So, wunderbar, ich habe mein Hühnchen eingetütet und dann haben wir das einmal auch abgehakt. Zeig mal nochmal, wo ich es jetzt gefangen habe. Also hier vor Meryl da war das einmal quasi in der zweiten Reihe mit dabei. Das nächste Pet, was wir brauchen, ist einmal das Arati-Hühnchen. Und es ist jetzt gar nicht weit von der Position, wo ich eben war. Hier auf den Koordinaten 49, 64 habe ich jetzt meins gefunden. Das soll aber anscheinend auch hier oben spawnen können, in dem Bereich, ne, auf 48, 39. Und hier bei den Feldern kann es anscheinend auch noch spawnen, ne? Also, aber ich hole mir jetzt quasi das hier unten.
Und ja, da haben wir das Viech. Arati-Hühnchen. Anscheinend auch ein selteneres. Und wisst ihr, was auch selten ist? Das, was da jetzt als nächstes dabei ist. Und zwar Umbral-Amangan. Das ist, glaube ich, sogar noch seltener. Ist jetzt die Frage, ob man nicht lieber das mitnehmen. Der kann nämlich, viele sagen, es spawnt nur bei der lilanen Phase. Ich habe auch für WoWhead gelesen, es spawnt auch bei der gelben Phase. Aber das ist anscheinend ein recht seltener. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Bei dem muss man immer schauen, was er für eine Fähigkeit hat. Es gibt eine, wo er sich selber tötet. Und zwar das Void-Portal, da tötet er sich selber. Aber das hat er, glaube ich, hier nicht. Magische Klinge aufräumen und... Nee, das ist der richtige. Dann vielleicht hole ich mir lieber den, weil das ist jetzt, schauen wir mal, habe meine Pets jetzt eh nicht geheilt, gucken wir mal, ob wir den kriegen. Abyssischer Laura ist ja auch noch dabei, also das ist eine richtig seltene Kombo, da brauche ich sogar alle. Ich glaube aber, der ist nicht mal im Achievement mit drin, ne? Nee, den gibt's da nicht mal. Schauen wir mal, vielleicht holen wir uns den sogar. Dann muss ich dann nochmal lostigern und quasi den anderen mitnehmen. Es gibt ein paar Pets, die anscheinend nicht in dem Achievement mit dabei sind, warum auch immer. Ich verstehe es jetzt auch nicht so genau. Okay, dann haben wir den Laura schon mal eingetütet. Ich hoffe, dass ich den nachher auch nochmal finde. Wenn es gut läuft... Aber zumindest der Spot ist schon mal der richtige, sowohl für den Umbral-Amalgan als auch fürs Hühnchen. Und jetzt haben wir halt hier noch so ein blaues Viech. So, für das Hühnchen bin ich jetzt nochmal an einem anderen Spot. Und zwar, wie ich gesagt habe, hier oben, 48,35. Und dort haben wir jetzt auch nochmal so ein Arati-Hühnchen. Da sind sogar zwei Arati-Hühnchen mit dabei. Na wunderbar. So, da habe ich mir jetzt das Arati-Hühnchen auch noch gefangen. Dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir diesen Amalgan kriegen. Da werden wir bestimmt nochmal einen anderen Spot finden. So, dann schauen wir uns diesen leeren Elementar da an. Und zwar Umbral-Amalgan. Und hier ist ganz wichtig, er muss als zweite Fähigkeit das Aufräumen haben. Er darf auf keinen Fall... dieses Lernportal haben, weil das tötet ihn anscheinend selber, ne? Ich habe den jetzt hier als Zweitpad quasi gefunden. Ich kann euch mal kurz gucken, zeigen, wo ich bin. Ich bin hier auf den Koordinaten 49, 63 und hier in dem Bereich kann er anscheinend auch noch spawnen. Am besten halt alle Pet-Battle-Viecher einmal anbetteln, im Anführungszeichen, um dementsprechend ihn vielleicht auch zu sehen, wenn er wie bei mir jetzt hier in der zweiten Reihe mit dabei ist. Und wie gesagt, das Aufräumen, das solltet er drin haben als Fähigkeit, ne? Sonst killt er sich halt selber und dann könnt ihr ihn halt auch nicht fangen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Gut, ich würde sagen, den tüten wir jetzt hier einmal ein. So, ich habe jetzt ein bisschen nach vorne geskippt. Was ich euch noch zeigen wollte, was für Pet Battle ganz praktisch ist, zum Beispiel die Übelrübel hat eine Fähigkeit, dass die Pets nicht killen kann, ne? Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, manchmal crittet man ja und killt dann quasi das Pet, was man fangen will, vor allem wenn es ein ganz seltenes ist, dann macht es immer Sinn, so ein Viech reinzunehmen, das eine Fähigkeit hat, dass den Gegner maximal auf ein Leben runterhauen kann. Egal, ob es crittet oder nicht. Da gibt es noch ein paar andere. Ich nutze aber die Übelrübe. Das war, glaube ich, eins der ersten von dieser Art. Genau. Gut, dann müssten wir den auch im Käfig haben. Killen wir das letzte Pet noch. Und dann haben wir auch den einmal eingetütet. Und wie gesagt, hier in dem Bereich schauen... Hier kann es, glaube ich, sein und hier am Feld kann es auch spawnen. Ich habe es jetzt nur immer als Zweitpad gesehen, nie als Erstpad. Aber ist ja egal, Hauptsache wir haben es einmal eingetütet. So, das nächste Pad hat nur einen ganz, ganz kleinen Radius, wo es spawnen kann. Und zwar haben wir hier einen Mob, der heißt Schnüffeln. Und der kann wirklich nur hier in dem Bereich spawnen, sonst nirgends. Ja? Also wir sind jetzt in der schallenden Tiefen. Zum Glück bin ich hier im Stealth, dann kann ich den einfach bekämpfen, während der da noch rumtigert. Da mache ich glaube ich ein bisschen zu viel Schaden, da hauen wir jetzt lieber mal so drauf. Und ja, der scheint schon ziemlich selten zu sein. Okay, da packe ich jetzt auch wieder meine Übelrübe aus und hau da mal ganz entspannt drauf.
Okay, dann können wir den auch eintüten hier, den Kollegen. So, das letzte Pet, was mir jetzt noch fehlt, ist die Moosschnecke. Und die ist anscheinend überall in den Küstenregionen. Also anscheinend nicht mal wirklich selten. Aber irgendwie hat die mir jetzt tatsächlich noch gefehlt. Genau hier, die Moosschnecke. Also meine war jetzt hier unten, ne? Auf der Insel von Dorn, Koordinaten 42, 64. Aber die scheint hier überall am Strand quasi rumzulungern. So, ich habe jetzt gerade meine Schnecke bekommen und damit auch das Achievement. Und dann bin ich jetzt schon mal durch. Wir sind auch durch mit den seltenen Pets. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die anderen mal noch, die jetzt nicht so ganz selten sind. Also, als erstes haben wir den Chitin-Gräber. Und den gibt es hier auf verschiedensten Spots. Zum Beispiel in den schallenden Tiefen, ne? Da haben wir den einmal. Den gibt es aber auch in Heilsturz an ein paar Spots. Und dann gibt es den auch in Ashkahed hier unten an zwei Spots. Das nächste haben wir Pfahlfunk-Glühwürmchen. Das gibt es in allen vier Zonen. Und jetzt zeige ich es euch zum Beispiel mal auf der Insel von Dorn. Da gibt es einige Spots, wie ihr seht. Dann haben wir als nächstes leuchtendes Glühwürmchen. Das gibt es auch wieder in drei Zonen, unter anderem hier in einigen Spots in den schallenden Tiefen. Wie gesagt, das sind die Pets, die ihr auch ständig als Zweit- und Drittpet dazu kriegt. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem mal für die Leute, die die quasi noch nicht haben und da Probleme haben. Dann haben wir als nächstes gründender Flitzfisch. Und den gibt es auch tatsächlich nur in Ashkahed. Mit ein paar wenigen Spots. Hier sind anscheinend ein paar mehr auf 61, 47. Dann haben wir hier schwarzer Pflugwurm. Und den haben wir nur in den schallenden Tiefen. Und der ist anscheinend hier oben vertreten. Den hatte ich aber, ich meine, den hatte ich einige Male als Zweit- und Drittpad mit dabei. Hier sind Koordinaten 45, 25 quasi in den schallenden Tiefen. Dann haben wir Geisterkappenbedrohung. Das ist hier dieser schicke Pilzmob. Und den haben wir sowohl in den schallenden Tiefen auf einigen Spots, hier um das Hauptlager rum, als auch in der Insel von Dorn auf ein paar Spots. Ah, da unten ist dieser Pilzwald und natürlich auch in Heilsturz. Dann haben wir als nächstes Troglo-Frosch. Den haben wir auch wieder in allen vier Zonen. Und wieder auch auf einigen Spots, auch hier unter anderem bei diesem Pilzwald in der Nähe und hier in dem Flussgebiet. Dann haben wir Sandstein, Mooswolle. Die ist anscheinend sogar in der Hauptstadt an einigen Spots. Und natürlich auf der Insel von Dorn, da wo auch die Mooswollen hier oben rumtigern. Dann haben wir als nächstes Kobold-Ramolit. Und den haben wir wirklich hier komplett in dem Berggebiet in der Insel von Dorn. Dann haben wir Alabaster-Steinstürmer. Den haben wir auch nur auf der Insel von Dorn und der ist auch quasi hier oben auf dem Berg. Dann haben wir Gluthönig, Funkenstecher. Der ist quasi hier, wo die kompletten Bienen sind, wo man auch das Bienenmount farmen kann, auch auf der Insel von Dorn. Dann haben wir hier Arachnoiden-Junges. Das haben wir einmal in der schallenden Tiefe und zwar hier in dem kompletten Gebiet anscheinend. Und auch in Ashkahed an zwei Spots, aber da würde ich es lieber in der schallenden Tiefen farmen. Und in der Stadt der Fäden ist es auch quasi in einem Spot vertreten. Dann haben wir Azurflacker-Würmchen. Und das haben wir hier oben an drei Spots in den schallenden Tiefen. Und in Heilsturz haben wir das quasi hier an den beiden Spots. Dann haben wir als nächstes auberginefarbene Flitzfisch. Und diesen haben wir nur in Ashkahed. Und zwar immer hier anscheinend an diesen Flussgebieten dran. Und hier oben, da sind auch Flüsse, da oben ist es auch quasi dran, da wo es dieses Toy mit der Spindel zu holen gibt. Dann haben wir gewöhnlicher Pflugwurm. Und den haben wir ebenfalls in den schallenden Tiefen hier oben. Da sind relativ viele Pets in dem Becken. Also ich denke mal, wenn ihr da Viecher fangt, könnt ihr auf jeden Fall einige verschiedene holen. Dann haben wir hier noch Sanft der Blutpeitscher.
Den haben wir im mittleren Teil in den schallenden Tiefen. Und auf der Insel von Dorn ebenfalls wieder diesen Pilzwald. Dann haben wir geflügelter Arachnoid. Diesen haben wir in Heilsturz, überall da, wo die Naruba angreifen. Und natürlich in Ashkehet, hier unten noch. Dann haben wir Magma, Schlammkriecher. Und den haben wir auch wieder hier oben, wo in den schallenden Tiefen, wo die meisten von diesen Sonderpads sind, so wie es aussieht. Und in Dornegal haben wir den hier rund um die Schmiede. Dann haben wir unterirdischer Flitzfrosch. Den haben wir eigentlich in den kompletten schallenden Tiefen, so wie es aussieht. Ebenfalls in Heilsturz, Insel von Dorn und Ashkehet, also der ist quasi überall. Dann haben wir duftendes Steinlamm. Das haben wir auf der kompletten Insel von Dorn. Dann haben wir hier noch Schiefermooswolle. Das ist an verschiedensten Spots, wo die Schafe sind. Auch tatsächlich hier um die Instanz rum, ebenfalls in der Insel von Dorn. Dann haben wir hier Felssteinstürmer. Das ist wieder so eine Ziege quasi. Oder ein Widder besser gesagt, keine Ziege. Und die haben wir auch auf der kompletten Insel von Dorn. Und dann das letzte ist noch Granitramolit und das ist ebenfalls ein Widder, hauptsächlich jetzt wieder hier in dem Berggebiet und hier in der Instanz ist er anscheinend auch gut vertreten. Ja, damit wären wir mit denen durch und ich würde sagen, jetzt haben wir quasi die ganzen Sonderpads, die ich euch so gezeigt habe und die, die relativ häufig sind mit der WoW-Head-Map. Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen, aber ich denke mal, die werden die meisten eh haben. Jetzt zeige ich euch noch ein zusätzliches Pad, das nicht im Achievement dabei ist, aber das ihr euch auch noch fangen könnt, so als kleines Extra, würde ich sagen. So, das Pad, was ich jetzt nur meinte, haben wir gerade eingefangen, und zwar die Tiefenmotte. Das ist ein Pad, das man quasi fangen kann, aber nicht im Achievement drin ist und auch relativ selten ist. Also es gibt noch ein paar mehr, aber die anderen habe ich alle beim ganz normalen Pet-Battlen quasi nebenbei mitgenommen. Und diese Tiefenmotte, die scheint halt relativ selten zu sein. Ich zeige euch mal die Spots, wo man die anscheinend aktuell mal gesichtet hat. Einer ist hier unten bei den Koordinaten 74, 82 in Ashkehet. Dann haben wir hier oben einen bei 61, 52, einen bei 54, 38, 47, 45 und hier unten bei 47, 66. Das sind alle Sichtungen, die aktuell auf WoW-Head gemeldet wurde. Und bei der einen hier oben, ne, konnte ich jetzt meine Motte auch fangen. Ja, damit sind wir auch durch. Also sowohl mit dem Achievement als auch jetzt mit diesem Special-Sonderpad, was auch gar nicht im Achievement mit drin ist. Und damit, ja, hoffe ich, dass ihr alle Pads auch kriegen könnt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.